Hey, Johannes hier von newgadgets.de und ich bin auf der CES 2017 und schaue mir hier am Stand von Lenovo das neu vorgestellte Lenovo Legion Y520 an. Das ist ein Gaming-Notebook und das hat eine Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Also wir haben hier richtig Power zum Zocken, aber es ist trotzdem noch im recht günstigen Bereich, muss ich sagen. Hier ist Titanfall und wie ihr seht, läuft das wirklich schön flüssig und ist sogar hier nebendran an einem Bildschirm angeschlossen. Also es hat schon eine gute Performance mit der 1050 Ti. Als Prozessor haben wir einen Intel Core Prozessor der 7. Generation, also Kaby Lake. Und ich komme hier gerade mit dem Game nicht so ganz klar, weil die Maus da gespiegelt ist. Wer spielt denn mit gespiegelter Maus? Aber gut. Ihr könnt hier bis zu 512 GB PCIe SSD wählen oder bis zu 2 TB SATA HDD und auch bis zu 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Also nochmal, die 1050 Ti hat schon eine gute Performance, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben hier Harman Kardon Lautsprecher, also auch schon eine ganz gute Qualität. Das Gehäuse ist hier matt und auch das Display ist matt. Ich würde mal sagen, wir schließen das Ganze mal und schauen uns hier das Displaycover an. Auch schönes Design. Und ich muss sagen, es ist auch nicht zu Gaming-lastig. Also wir haben hier außen keine roten Akzente wie bei manch anderen Gaming-Notebooks. Also es ist schon sehr schick. Wir haben hier HDMI, USB, Kartenleser und auch USB-C Thunderbolt 3. Auf der rechten Seite und auf der linken Seite befindet sich dann auch nochmal ein USB-Port, Ethernet, Audio, hier ein Anschluss für das Netzteil und ein Kensing Keylog. Also alles, was wir für unterwegs benötigen. Das ist also hier das neue Lenovo Legion Y520 Gaming Notebook, das auf der CES 2017 vorgestellt wurde. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, dann stellt sie doch einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, es also positiv bewertet und meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.